Aber ihr Lieben, ich bin noch recht jung und ich glaube, dass ich möglicherweise dabei bin, wenn Jesus wiederkommt. Also ich meine sichtbar, ja. Ansonsten bin ich auf jeden Fall dabei, davon gehe ich schon aus. Aber sichtbar, dass ich noch am Leben bin. Und wenn ich Unrecht habe, jetzt kommt's, ganz wichtig, dann habe ich trotzdem mich an diesem Glauben erfreut, den ich hatte, dass ich es mit meinen Augen leibhaftig lebend erleben werde. So, Jesus kommt, das ist ein Faktum, er kommt sehr bald, das ist auch ein Faktum. Und überall auf der ganzen Welt verkündigt er es seit Jahren, dass er kommt. Und ich möchte dir noch was sagen. Nie habe ich, und ich bin ja schon ein paar Jährchen, Jahrzehnte schon ein bisschen im geistlichen Dienst unterwegs, ich habe noch nie sowas gespürt in meinem Geist. So spiritual vibrations, eine geistliche Aura des Übernatürlichen und des Redens Gottes über zukünftige Dinge, wie gerade jetzt. Und das hat ja auch irgendwas. Und nicht, weil wir irgendeinem Wahn verfallen, sondern weil irgendetwas im Gang ist. Und Gott, die Engelswelt, die unsichtbare Welt gerade am Mobilisieren ist für das, was kommt. Und mitten in dieser Zeit, sagt der Herr, gibt es dieses Schlüsselwort, auf was wir unseren Fokus richten sollen. Und das heißt Epieikeia. Und dieses Wort hat Paulus oder haben die Übersetzer von Paulus in der Bibel hier mit Milde oder Güte übersetzt. Lasst eure Milde offenbar werden allen Menschen, denn der Herr ist nahe. Das heißt, wenn der Herr nahe ist, sollen wir diese Epieikeia, diese Milde oder was immer das ist, schauen wir uns gleich an, das sollen wir über allen Menschen ausgießen. Es soll durch uns allen Menschen bekannt werden. Die Epieikeia.